ganz herzlich zu unserem Europaabend in Bonn mit Vorträgen zu den Themen Mittelstand, TTIP, Verbraucherschutz und Binnenmarkt und Fraktionsarbeit im EU-Parlament. Mein Name ist Silvia Ilge und ich arbeite mit unserem Europaabgeordneten Markus Pötzell, unserem heutigen Gastgeber, der auch Landessprecher der AfD in NRW ist. Auch die Damen und Herren von der Presse und ein ganz herzliches Willkommen gilt unserer Gastrednerin Dr. Frau Petri, Bundessprecherin der AfD und Fraktionsvorsitzende im Landtag Sachsen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für die Unterstützung aus der Region bedanken. Kreisverband Bonn, Frau Andrea von Norzer. Mitteile, wenn Sie doch noch die ein oder andere Überraschung heute Abend erleben. Das mit dem Ton funktioniert so mittelgut. Ja, meine Damen und Herren, es gibt viele spannende Dinge, über die wir in der Europäischen Union reden. Gar nicht so lange her, da haben wir uns über Plastiktüten mal Gedanken gemacht. Im Ausschuss für Umwelt. Und das ist wirklich interessant, daran können Sie feststellen, was für unglaubliches Fachpersonal in der Europäischen Union so am Werke ist. Und zwar hat man sich überlegt, und die meisten von Ihnen werden zustimmen, Plastiktüten sind eine Verschwendung von Ressourcen, von Energie. Man verwendet einen sehr kostbaren Rohstoff letztlich meistens nur dafür, um einmal vom Supermarkt die Dinge nach Hause zu tragen und die Plastiktüte dann wieder zu entsorgen. Und die Umwelteinflüsse, die diese Plastiktüten weltweit haben, das kennen wir alle. Wir kennen das Problem des Plastiks, was am Ende in den Ozeanen schwimmt und doch damit eine starke Umweltbelastung darstellt. Und so hat sich die Europäische Union gar nicht blöde überlegt, dass man daran mal was
ändern könnte und hat eine Richtlinie vorgesehen, die bei Plastiktüten den Herstellern von Plastiktüten Auflagen macht, damit eben Ressourcen und Energie sinnvoller eingesetzt werden. Nun könnte man meinen, das ist eigentlich etwas, was als erstrebenswert gilt über alle Fraktionen hinweg und dem man dann das fängt ja gut an. Okay, aber ja doch, das scheint besser zu funktionieren. Und so hatte man ein Ziel, was eigentlich alle erstmal unterstützen konnten. Und nun wurde eine Richtlinie erarbeitet, die alle Plastiktüten, die dünnwandiger als 50 µm waren, regulieren sollte, europaweit. Ja, soweit so gut. Aber vielleicht ahnen Sie es schon. Es geht nur um diejenigen, die dünnwandiger sind als 50 µm. Was natürlich dem cleveren Hersteller von Plastiktüten so manche Hintertür eröffnet. Er macht seine Plastiktüten einfach dickwandiger. Verbraucht also mehr Ressourcen, mehr Energie und schon ist er draußen aus jeder Regulierung. Sehen Sie, das ist nur ein Beispiel, ein typischer Schildbürgerstreich, wie er nicht nur in der Europäischen Union vorkommt, aber besonders häufig in der Europäischen Union vorkommt. Man möchte das eigentlich Gute und vergisst dabei, dass man so viele Hintertüren aufmacht und eigentlich das Gegenteil von dem erreicht, was man ursprünglich mal erreichen wollte. Und das erkannten dann auch eine ganze Reihe von Parlamentariern, aber das ändert dann nichts mehr. Das ändert überhaupt gar nichts mehr. Am Ende wird sowas durchgewunken und hat eben trotzdem 80-90% Mehrheit in diesem Parlament. Und so reguliert man dann die dünnwandigen Plastiktüten und sorgt dafür, dass sie demnächst mit dickwandigeren Plastiktüten nach Hause gehen. Ja, oder die Alkoholstrategie der Europäischen Union. Ich hatte das große Glück, ich dachte, ich mache mal was, wovon ich was verstehe. Ich kümmere mich um die Alkoholstrategie der Europäischen Union und so war ich zuständig für unsere Fraktion als Schattenberichterstatter für die Alkoholstrategie. Sehen Sie, eine gemeinsame europäische Alkoholstrategie. Auch da will man natürlich das Gute. Wer von uns würde nicht zustimmen, wenn man sagt, dass es ein Problem mit dem Alkoholkonsum in Europa gibt? In Großbritannien haben wir das große Problem von Jugendlichen, die Binge-Drinking betreiben, also übermäßiges Trinken in kurzer Zeit, füllen die sich regelrecht ab und landen dann, naja, in der Gosse oder, wenn es besser läuft, im Krankenhaus. Riesenproblem in Großbritannien. Die schleppen das Ganze dann nach Spanien, zumindest während der Sommerzeit. In Osteuropa insbesondere gibt es ein größeres, nennenswertes Problem, sagen wir mal, des Schnapstrinkens. Auch in Deutschland gibt es eine ganze Reihe von Alkoholabhängigen, aber da ist das Problem sicherlich anders gelagert als eben in Osteuropa, weil hier wird sehr viel Bier konsumiert, ein bisschen Wein. In Frankreich, Spanien, Italien gibt es eine große Weinkultur, da gehört also das Weintrinken eigentlich zur Kultur dazu. Und vielleicht sehen Sie daran schon, was jetzt das Problem ist, wenn man das Ganze nämlich in eine einheitliche europäische Strategie gießen würde. Man hat ganz unterschiedliche Alkoholtrinkkulturen in den einzelnen Staaten mit ganz unterschiedlichen Problemen. Und wenn man nun diese ganzen unterschiedlichen Probleme und Kulturen alle versucht, unter ein Regiment zu zwingen, unter das Brüsseler und Straßburger Regiment, ja, dann funktioniert das mit dem One-Size-Fits-All eben häufig schon nicht mehr. Weil man die Strategie gegen das Binge-Drinking dann eben nicht nur in Großbritannien ergreift, sondern genauso eben auch in Italien, in Deutschland oder in den Niederlanden, wo das vielleicht gar nicht so ein großes Problem ist,
wo man jedenfalls möglicherweise ganz andere Strategien benötigte. Und wenn man dann versucht, wie das von einigen Fraktionen versucht worden ist, zum Beispiel so kluge Vorschläge zu unterbreiten wie den Alkoholverkauf rund um Schulen generell zu verbieten, dann sieht auch das nur auf den ersten Blick gut aus. Stellen Sie sich vor, Sie würden das tun. Was ist denn, wenn 50 Meter entfernt von einer Schule ein Hotel mit einer Hotelbar steht? Wer soll Ihre Hotelbar zumachen? Soll die Kneipe, die 100 Meter von der Schule entfernt ist, zumachen, weil die Europäische Union befürchtet, dass Schulkinder mehr trinken, weil eine Kneipe in der Nähe ist? Also ich weiß ja nicht, Sie sind vermutlich alle mal zur Schule gegangen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen sich nach der Schule oder während der Schulzeit, vielleicht hat ja jemand von Ihnen schon mal geschwänzt, mal in der Kneipe 100 Meter weiter betrunken hat. Ich vermute, dass das Problem überschaubar ist. Aber es ist so wichtig. Ja, Sie lachen. Sie lachen. Aber das ist ein ganz ernsthafter Vorschlag von Grünen, von Linken, zum Teil von Sozialisten unterstützt. Sozialdemokraten nennen die sich hier in Deutschland. Aber europaweit habe ich kein Problem damit, sich Sozialisten zu nennen. Und da sind die also wesentlich ehrlicher. Das wird ganz ernsthaft verfolgt. Das ist verhindert worden. Aber solche Vorschläge kommen da. Und es war gar nicht so weit davon entfernt, dass das auch mehrheitsfähig geworden wäre. Mindestpreise werden da diskutiert. Ja, das ist so das skandinavische Modell. Führt dann dazu, dass man einfach den höherprozentigen Schnaps trinkt und weniger Wein und Bier trinkt. Ja, meine Damen und Herren, das ist ein wunderbares, ein banales Beispiel, aber ein wunderbares Beispiel dafür, warum Subsidiarität in Europa wichtig ist, warum wir eben nicht alle Staaten über einen Kamm scheren dürfen. Wir sind unterschiedlich. Ja, und das sollte auch so bleiben. Und weil wir so unterschiedlich sind, sind viele, viele Politikfelder sehr unterschiedlich zu behandeln und ich hoffe, dass das noch sehr lange in Europa so bleibt. Demnächst werden wir uns noch mit einem anderen schönen Produkt befassen. Mit den Ofenhandschuhen. Ja, davon werden die meisten von Ihnen schon gehört haben. Das ist sogar Thema in der Bildzeitung. Die Topflappenregulierung. Ofenhandschuhe und, viel wichtiger, weil noch gemein gefährlicher, Spülhandschuhe. Jedes Jahr. Ja, Sie lachen, das ist nicht komisch, das ist so gefährlich. Jedes Jahr, so sagt die Europäische Union im Ernst, verletzen sich Hunderttausende Europäer aufgrund das ist wirklich so. Das ist ganz ernst vorgetragen worden bei uns im Ausschuss. Jedes Jahr verletzen sich Hunderttausende Europäer fehlerhafte Ofenhandschuhe. Entschuldigung. Ja, also, da sitzen Sie im Ausschuss und da sitzt ein hochbezahlter Beamter der Kommission und berichtet Ihnen, wie gefährlich die Ofenhandschuhe sind und warum die dringend reguliert werden müssen. Ja, Ofenhandschuhe und Spülhandschuhe. Und zwar ist es bislang so, dass dort, wo also beruflich bedingte Schutzkleidung getragen wird, dass es dort bereits eine Regulierung gibt, dass aber für den privaten, für den Hausgebrauch sozusagen, das bislang noch nicht der Fall ist. Ich halte das auch für vertretbar. Die meisten von Ihnen haben sich noch nicht allzu schwer verletzt, nur weil sie Omas gehäkelte Topflappen benutzt haben. Bislang funktioniert das ganz hervorragend. Und das könnte vielleicht auch weiter funktionieren, wenn man nicht bei der Kommission auf diese hervorragende Idee gekommen wäre, dass jetzt alles sicherer werden muss. Und dass es dort also Standards geben muss, die auch im privaten Bereich zu beachten sind. Das führt im Übrigen dazu, dass wenn Sie beispielsweise beim nächsten Schulfest vielleicht zu wohltätigen Zwecken für die Schule gehäkelte Ofenhandschuhe verkaufen wollen,
dass sie das unter Umständen nicht mehr dürfen, weil das zu gefährlich ist. Und das ist etwas, da können Sie sich drauf verlassen, das wird am Ende, also das, dafür scheint es mir leider Mehrheiten zu geben, das wird am Ende kommen. Und ich war ziemlich fassungslos und habe lustigerweise auf einer abendlichen Veranstaltung einen zuständigen Beamten der Kommission getroffen. Und dem berichtete ich also sozusagen von dieser Geschichte, dass mich das doch völlig fassungslos gemacht hätte. Und der sagte mir dann, naja, den habe ich nicht auf einer Abendveranstaltung getroffen, das ist sogar in dem Ausschuss diskutiert worden. Oder nach dem Ausschuss. Der sagte mir, das ist ganz einfach. Es gibt Vertreter der europäischen Industrie, die letztlich höherwertige Produkte herstellen als die Ostasiaten, als die Chinesen. Die wollen ganz einfach eins. Die wollen Protektionismus. Die wollen höhere Standards, damit die Chinesen die nicht erfüllen können und damit die billigen Produkte aus China vom Markt kommen. So einfach ist das. Sehen Sie, und was mich daran so ärgert, ist, dass wir in der Europäischen Union ständig darüber reden, dass es um freien Handel ginge. Und darum geht es eben, wenn man genauer hinguckt, mitnichten. Es geht immer um mehr Regulierung. Und diese Regulierung hat sehr häufig nur einen Zweck, einen protektionistischen Zweck. Und das kann auch gar nicht überraschen, wenn man weiß, wie französisch geprägt die Europäische Union ist. Und in Frankreich hat Protektionismus eine lange und gute Tradition. Sehen Sie, meine Damen und Herren, das läuft immer unter einem falschen Label. Wie gesagt, Plastiktüten regulieren, weniger Ressourcenverbrauch, ist gut, ja klar, wer wollte da Nein sagen? Alkoholstrategie, weniger Alkoholmissbrauch, wer wollte da Nein sagen? Tja, und freier Handel, selbstverständlich, gemeinsame Standards, wer wollte da Nein sagen? Aber wir sollten immer hinterfragen, was tatsächlich gewollt ist. Und häufig ist das Gegenteil dessen gewollt, was draußen als Label draufsteht. Und so ist das auch bei einem anderen Produkt, was Sie demnächst alle benutzen werden. Und zwar zwangsweise. Sie bekommen in jedes Auto, was Sie in Zukunft neu kaufen, ein sogenanntes E-Call-System. Auch das dient nur Ihrem persönlichen Schutz. So ist jedenfalls die offizielle Lesart. Denn wenn Sie mit einem Auto, was mit diesem E-Call-System ausgestattet ist, einen Unfall bauen, dann liegen Sie nicht wie sonst in Deutschland auf jeder Autobahn üblich 3 Stunden im Straßengraben und keiner bemerkt Sie. Nein, die Rettungskräfte werden sofort alarmiert. Denn Sie sehen, das Problem könnte ja in Australien tatsächlich virulent werden. Da hätten wir vielleicht tatsächlich ein Problem, dass jemand einen Autounfall hat und nicht beachtet wird. In Europa ist das üblicherweise überhaupt gar kein Problem. Die Straßen sind derart dicht befahren, dass normalerweise jeder Unfall sofort bemerkt wird. Aber gut, dieses E-Call-System kann nicht nur um Hilfe rufen, sondern es kann auch viel mehr. Es kann theoretisch den Innenraum des Fahrzeugs akustisch überwachen. Wie praktisch. Wenn Sie also demnächst im Auto sitzen und jemand hackt sich in dieses System ein, kann er Ihnen zuhören. Das ist kein Problem, denn Sie haben ja nichts zu verbergen, nicht wahr? Und seien Sie froh, dass es im Auto eingebaut wird und nicht in Ihrem Schlafzimmer. Das kommt später. Sehen Sie, meine Damen und Herren, es ist von der Kommission zugesagt worden, dass sichergestellt sei, dass von außen hier nicht eingegriffen werden kann. Es handelt sich aber um ein elektronisches System. Die Behauptung, dass ein elektronisches System sicher sei, davor, dass man sich von außen unbefugt Zutritt zu ihm verschafft, die ist im besten Fall naiv, im schlimmsten Fall schlicht gelogen.
Es gibt keine Sicherheit. Und selbstverständlich können Sie sich in ein solches System mit dem nötigen Aufwand einhängen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ein sicheres elektronisches System hat es noch nicht gegeben. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das irgendwann mal geben wird. Und Sie haben als Fahrzeuginsasse keinerlei Chance zu überprüfen, ob das System aktiv ist. Da leuchtet kein Lämpchen auf und warnt Sie, dass Sie gerade überwacht werden. Sondern das passiert, wenn es passiert, von Ihnen unbemerkt. Sehen Sie, ich habe nichts dagegen, dass man so ein System zulässt. Wenn jemand von Ihnen das Gefühl hat, dass er ein solches System in seinem Auto braucht, bitte kaufen Sie sich ein solches System. Warum denn nicht? Der Markt wird es richten. Aber wenn die Europäische Kommission sich Sorgen um mich und Sie alle macht, dass wir es eventuell nicht erwerben können, und sich so große Sorgen macht, dass sie uns dazu verpflichtet, ja, meine Damen und Herren, dann mache ich mir ganz große Sorgen, weil ich das Gefühl habe, dass da jemand was ganz anderes plant als unsere Sicherheit. Denn auch da wieder wird natürlich damit argumentiert, dass wenn man große Stückzahlen produziert, dass es dann günstig ist und dann ist es ja gut für alle. Aber sehen Sie, auch das ist wieder das Gegenteil von Markt. Wenn ich jemanden dazu verpflichte, etwas zu kaufen, ist das auch kein Markt. Aber im Bereich Mobilität tut sich noch mehr. Wir kriegen nämlich demnächst noch einen Bericht zur städtischen Mobilität in Europa. Das ist sehr zur Freude aller Grünen. Fahrräder bekommen demnächst in europäischen Städten Vorfahrt, so ist das geplant. Carsharing-Modelle werden da im Prinzip stark gefördert. Und der Individualverkehr mit dem Auto, der soll möglichst eingedämmt werden in den Städten. Da erwartet sie also auch noch das ein oder andere. Und wer so ein bisschen sich die Lage in unseren deutschen Innenstädten anguckt, wird sicherlich grundsätzlich Verständnis dafür haben, dass sich da einiges verbessern muss, gar keine Frage. Aber ob es sozusagen per Ordre de Mufti von oben geht, dank einem großen strategischen Plan aus Brüssel, ein Plan, der dann alle europäischen Städte mit einem besseren Verkehrskonzept versieht, das darf doch wohl bezweifelt werden, denn auch da glaube ich, wir haben sehr unterschiedliche Städte mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen und ich glaube, dass man das lokal sehr, sehr, sehr viel besser lösen kann, dieses Problem, als aus Brüssel. Ich will Ihnen ein letztes Schmankerl auch nicht vorenthalten und das ist die europäische Seilbahnverordnung. Die ist wieder in einer anderen Weise besonders absurd. Wir saßen im Ausschuss mit ganz vielen Übersetzern, mit Mitarbeitern der Abgeordneten, Mitarbeitern des Sekretariats des Ausschusses, Mitarbeitern des Rates, Mitarbeitern der Kommission, alles hochbezahlte Leute, Abgeordnete rund 100 Leute. Über mehrere Stunden mit riesigem Vorlauf, denn das Ganze wird natürlich von der Kommission angestoßen, es wird debattiert, es wird bearbeitet und vor uns lag ein 82 starken Seiten Papier, die neue europäische Seilbahnverordnung. 82 Seiten, das ist, denke ich, angemessen. 150 Änderungsanträge lagen dazu noch vor. Man hatte sich also ausreichend Gedanken gemacht. Und der Berichterstatter, ein konservativer Spanier, war nicht wenig stolz. Nicht wenig stolz über ein 82-seitiges Papier, was immerhin einen Industriezweig regulieren sollte, der, man höre und staune, 4000 Arbeitsplätze in ganz Europa sichert. In zwei Unternehmen.
Dafür war sich die Europäische Union nicht zu schade, eine eigene Verordnung herauszubringen. Und nun ist es ja nicht so, dass Seilbahn gleich Seilbahn wäre, meine Damen und Herren. Das Ganze ist ziemlich komplex. Das können Sie nicht wissen, aber es gibt Seilbahnen, die Personen befördern, und Seilbahnen, die Lasten befördern. Und es gibt historische Seilbahnen und touristische Seilbahnen. Und nun kann man diese Seilbahnen nicht alle gleich behandeln, sondern muss sie alle unterschiedlich behandeln. Auch das musste natürlich seinen Niederschlag in dieser Verordnung finden. Und nun konnte man auch nicht alles europäisch regeln, denn die historischen Seilbahnen, die galt es weiterhin national zu regeln. Denn wenn man die einer gemeinsamen europäischen Regelung unterzogen hätte, hätten die alle dicht machen müssen. Und das wollte man dann auch wiederum nicht. Und so haben wir nun eine europäische Seilbahnverordnung und 28 nationale Seilbahnverordnungen, die die historischen Seilbahnen regeln. Und sorgen nun in der europäischen Seilbahnverordnung wiederum dafür, dass das Label historische Seilbahn nicht zu sehr missbraucht wird, damit man sich also nicht in die nationale Seilbahnverordnung wegspielt und aus der europäischen Seilbahnverordnung rausspielt. Sie sehen schon, ein hochkomplexes Thema. Das ist nicht lustig, das wurde sehr ernsthaft diskutiert. Wie ist mir der Krankenärzte? Ich war fassungslos, das war ziemlich zu Anfang meiner Abgeordnetentätigkeit und ich konnte nicht fassen, was da vor sich geht. Und er hatte mich dann zu Wort gemeldet, hatte das ursprünglich gar nicht vor und sagte, Mensch, das finde ich erstaunlich, dass wir uns jetzt in 82 Seiten über Seilbahnen auslassen, die nationalen Seilbahnverordnungen bestehen lassen und insgesamt reden wir über 4000 Arbeitsplätze und wenn wir bedenken, was dieser Prozess an Geld verschlingt, an Steuergeld, ein Millionenbetrag und uns jetzt mal vor Augen halten, ob diese zwei Unternehmen, wenn sie selbst entscheiden dürften und selbst bezahlen müssen, ob es das wert wäre, diesen Irrsinn zu betreiben, dann würden die vermutlich sagen, um Himmels Willen, lass das bloß sein. Wir machen einfach so weiter wie bisher, das hat ja funktioniert. Aber es ist Steuerzahlergeld. Und so haben es Lobbyisten geschafft, eine gemeinsame europäische Seilbahnverordnung zu schaffen. Und hier passiert nun dasselbe, wie auch schon bei den Ofenhandschuhen. Es geht schlicht um Protektionismus. Auch das ist mir dann bestätigt worden. Wenn man in Europa das Ganze reglementiert und vereinheitlicht, dann verbessert man die Chancen der europäischen Anbieter, dann gibt man ihnen gleichzeitig mit der Marktmacht in Europa bessere Chancen auf dem asiatischen Markt. Naja, und das war es eigentlich auch schon. Darum geht's. Es geht um Protektionismus. Verstehen Sie? Die Europäische Union, die angetreten ist mit der großen Überschrift ursprünglich mal Freihandel, betreibt jetzt Protektionismus. Und sagt das natürlich nicht, sondern nur hinter vorgehaltener Hand. Aber hinter vorgehaltener Hand bekommen Sie das ständig erklärt. Und das ist auch relativ nachvollziehbar, weil es so simpel ist. Denn Sie haben da 750 Abgeordnete sitzen, aber die eigentliche Arbeit findet in den Ausschüssen statt. Und in diesen Ausschüssen sitzen zwischen 20 und 60 Leute in der Regel. Die arbeiten aber auch nicht an, sondern an einem solchen Papier, an einer solchen Gesetzesvorlage arbeiten am Ende ein Berichterstatter, der kommt aus der einen Fraktion. Die anderen sechs Fraktionen stellen jeweils einen Schattenberichterstatter. Macht zusammen sieben Leute, die an diesem Papier arbeiten. Die anderen halten sich schön raus und warten, was ihre Kollegen von der Fraktion ihnen am Ende berichten, wie sie abstimmen sollen. Ja? Sie müssen sich das so vorstellen, der Schattenberichterstatter macht für seine Fraktion eine Abstimmungsliste. Da kommt dann Änderungsantrag 1, 2, 3, 4, 5, 157. Ja, nein, Enthaltung. Da gibt es eine Liste. Und am Ende steht dann für dieses Papier oder dagegen. Und dann gehen die Hände rauf, runter, je nachdem, wie der Schattenberichterstatter oder der Berichterstatter für seine Fraktion das aufgeschrieben hat. Und sag mal, in den großen Fraktionen, bei den Sozialisten, bei den Konservativen, die halten sich zu rund 97, 98% an diese Listen. Ja, also
Da ist im Prinzip, wenn der Schattenberichterstatter was hinschreibt, ist im Prinzip schon entschieden, wie die abstimmen. Bei den anderen Fraktionen ist das ein bisschen schwieriger. Ganz schwierig ist das mit einigen AfD-Abgeordneten. Aber in der Regel funktioniert das so. Was bedeutet das für einen Lobbyisten? Der braucht eigentlich nur an 7 Leute heranzutreten. Und wenn man mal ganz genau ist, reicht es, wenn er an 2 herantritt. Nämlich an den von den Konservativen, von der EVP-Fraktion und an den von der S&D-Fraktion, von den Sozialisten. Wenn er die beiden auf seine Seite kriegt, dann ist das Spiel schon gewonnen. Da gibt es Mehrheiten. 2 Leute. Und die erzeugen Mehrheiten unter 750 Abgeordneten. Herrlich, oder? Aber letztlich verständlich, weil sie eben mit diesem Unfug, Plastiktüten, Alkohol, Spülhandschuhe, E-Call, Seilbahnen zugeschmissen werden. Sie haben keine Chance, das alles zu lesen. Neulich hat sich ein Abgeordneter meiner Delegation darüber beschwert, dass er nicht alles zu lesen kriegt. Daraufhin hat unser Fraktionsgeschäftsführer ihm die Dinge einfach mal auf den Tisch gelegt. Woraufhin er sagte, was soll ich denn damit? Ein solcher Stapel Papier. Das waren aber nur 2 Drittel für die Abstimmung an einem Tag. 2 Drittel der Abstimmung für die Abstimmung an dem einen Tag. Das können Sie nicht alles lesen. Das heißt, Sie müssen sich auf Ihre Kollegen verlassen. Und damit ist auch klar, dass das Spiel gar nicht anders funktionieren kann, weil man die Abgeordneten so zumüllt, muss man schon sagen. Und am Ende können sich die einzelnen Abgeordneten nur dann immer ein Bild machen, wenn es wirklich wesentliche Themen betrifft. Ja? Also TTIP wird nicht ganz so einfach durchgehen, da werden sich schon viele Abgeordnete am Ende auch ein eigenes Bild machen. Aber selbst da werden noch viele am Ende der Fraktionsdisziplin folgen. Ja, meine Damen und Herren, ein letztes Beispiel, jetzt vielleicht etwas ernsthafterer Art. Das andere war ja eben doch, aber so ist leider in der Regel die Arbeit im Parlament eher schindbürgermäßig. Aber wir machen noch ernsthafte Sachen, zum Beispiel den sogenannten Juncker-Plan. Ein Investitionspaket, was die Europäische Union wirtschaftlich nach vorne bringen soll. In der Europäischen Union möchte man 315 Milliarden Euro investieren, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das kennt man, hieß früher 5-Jahres-Plan. Du kennst das noch aus dem Osten, nicht? Wenn der Staat investieren möchte. Ja, meine Damen und Herren, ich hatte neulich eine wunderbare Debatte. Und da konnten Sie quer durch alle Fraktionen immer wieder eins hören. Ich finde toll, dass die Europäische Union in dieses und jenes investiert. Ich finde toll, dass ihr dieses Projekt und jenes Projekt unterstützt. Das ist ja nichts Ungewöhnliches, wenn Ihnen die Linke erklärt, dass staatliche Investitionen eine feine Sache sind. Aber wenn Sie dasselbe von CDU-Abgeordneten und von FDP-Abgeordneten hören, mit heller Begeisterung, ja, die Europäische Union hat 9 Milliarden Euro in Projekte für schieß mich tot investiert. Und der freut sich. So ein liberales Gesicht. Meine Damen und Herren, 315 Milliarden Euro, die letztlich staatlich reglementiert investiert werden sollen. Und das Beste ist, wie diese 315 Milliarden Euro zustande kommen. Indem man nämlich schlicht umschichtet im europäischen Haushalt. Man schichtet einfach um. Und zwar Gelder, die eigentlich an anderer Stelle schon eingeplant waren, schiebt man jetzt in diesen Plan. Insgesamt 15 Milliarden Euro und investiert. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, wie kommen denn 315 Milliarden dann zustande? Nun ganz einfach. Wenn man 15 Milliarden Euro umschichtet, so messerscharf geschlossen von der Europäischen Union, wird das 20-fache unmittelbar privat investiert. Sie müssen keine Ökonomen sein, um zu erkennen, dass das völliger Unsinn ist. 315 Milliarden schnurren zusammen auf 15 Milliarden und selbst diese nur umgeschichtet. Macht null.
Es passiert nichts, aber das Europäische Parlament feiert sich dafür. Das Europäische Parlament und die Kommission feiern sich für den Plan, der angeblich die europäische Wirtschaft retten soll. Und letztlich passiert nichts anderes, als dass Gelder umgeschichtet werden von einer staatlichen Planung in die nächste staatliche Planung. Wissen Sie, was wirklich was freisetzen würde? 15 Milliarden Euro, die mal nicht staatlich investiert werden, sondern die der Privatwirtschaft zur Verfügung stehen, weil man es nicht als Steuern wegnimmt. Das würde tatsächlich was verändern. Denn wenn Politik anfängt, in Dinge zu investieren, und das ist immer die Argumentation beim Juncker-Plan gewesen, wir müssen investieren, insbesondere dort, wo die Privatwirtschaft nicht investiert. Gerade dort, wo wirtschaftliche Probleme sind. Immer dann, wenn die Politik meint, es besser zu wissen als die Privatwirtschaft, dann geht's schief. Das ist nur historisch langsam, ich würde sagen, erwiesen. Und wie deshalb möglicherweise eine bessere Politik gerade im wirtschaftlichen Bereich aussehen könnte, damit auch in Deutschland gerade der Mittelstand davon wieder profitieren kann. Dazu wird Ihnen jetzt Frau Petri gleich noch was sagen und ich werde dann nachher abschließen mit dem Thema Titel. Danke.